Hallo liebe Leute, da spricht wieder der Christian, euer Fototrainer. Heute und wahrscheinlich noch ein paar weitere Videos gibt es Lightroom Tutorials, wo ich euch ein bisschen zeigen möchte, wie ich das eine oder andere Bild umsetze. Ich war in den letzten Tagen wieder ein bisschen fotografieren draußen und ja, hier bei uns in Wien ist das Wetter ja herbstlich, ja. Also nicht die schöne Sonne, sondern halt bewölkt und nebelig, ja, und die Farben ein bisschen blass und so weiter. Also das Fotografische ist momentan im Osten Österreichs ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz bin ich rausgegangen, habe einige Aufnahmen gemacht, einige runterselektiert und möchte euch ein paar zeigen, wie ich die in Lightroom bearbeite. Und zwar wird dieses Video nicht ein Video, sondern wahrscheinlich zwei oder drei, weil es sind doch mehrere Bilder und es ist doch ein bisschen umfangreicher geworden, als ich dachte. Aber starten wir mal los und wenn dich das interessiert, wie diese Bilder final werden, dann bleib dran. Gut, ich zeige euch mal vorab die Rohdaten. Ich mache mich dann hier auch aufs Kleiner und verschwinde aus dem Bild, das soll euch nicht aufhalten, aber ich zeige euch mal vorab, was ich denn so aufgenommen habe, was ich so fotografiert habe. So, und schwupp, weg ist er, kleiner. Das ist zum Beispiel eine Aufnahme, die würde ich ganz gern verarbeiten. Ihr seht hier links oben auch wieder die Eckdaten. Es ist wieder aus einer Sony-Kamera, ist mit einem Samyang leichten Teleobjektiv aufgenommen worden, ISO 100, Tageslichtsituation, bei Offenblende ein 800stel, okay. Das Bild, und ihr seht das auch schon mal, ist vom Licht her fad. Ja. Das heißt, wir werden uns auch die folgenden Bilder, ich habe glaube ich 8 oder 9 Stück hier ausgesucht, die sind vom Licht her sehr schwierig, sehr langweilig und trotzdem versuchen wir hier etwas daraus zu machen. Das sollen mal die Raw-Dateien sein, damit ihr mal einen Eindruck habt, wovon wir heute sprechen. Und die anderen Fotos, ja, die sind nicht so viel anders. Wir haben hier etwas oder so, ein bisschen Street Photography, da in dem Fall aus der Vogelperspektive, oder hier, ja, es ist jetzt also vom Licht her alles sehr überschaubar, auch immer ein bisschen unterbelichtet, mit Absicht, aber dennoch, und ja, so, also um diese Bilder geht's und wie wir die jetzt gemeinsam hier in Lightroom bearbeiten, damit das halbwegs was wird, was man herzeigen kann, das kommt jetzt, auf geht's. Ab auf meinen Rechner. Ja, hier zurück am Schirm. Das ist auch ein weiteres Schwarz-Weiß-Motiv, was ich hier in meinem Lightroom-Video zeigen möchte. Das ist ein sehr bekannter Tower hier in Wien, der sogenannte DC Tower. Also eine ganz interessante Fassade. Leider Gottes war das Licht nicht interessant, darum ist das jetzt ein bisschen ein ödes Bild. Aber jetzt mache ich euch einmal eine Version und da klicke ich gleich mal hier auf dieses Acros 100 Presets, habe ich schon erwähnt in anderen Videos, meist in Labs, mag ich sehr gerne, macht einen schönen Schwarz-Weiß-Look, ja, und daher ist es hier mal gut geeignet. Dieses Gebäude ist, also dieses Foto ist kein tolles Machwerk, ich möchte euch nur ein paar Dinge zeigen, wie ich hier auch in Lightroom damit arbeite, um es noch ein bisschen aufzupolieren. Ja. Also ich sage euch gleich mal vorab, also wenn ein Objektiv, ein Motiv schlecht gewählt ist oder das Licht schlecht ist und so weiter, werdet ihr nicht wirklich viel mehr aus dem Bild rausholen können. Also wenn ich dieses Bild jetzt, wenn ich in diesem Bild noch Arbeit hineinstecke, dann mache ich es deshalb, weil es aus einer Serie ist, wo es dann wiederum Sinn macht. Als Einzelbild wird es wahrscheinlich nicht mehr gut funktionieren. In dem Fall verwende ich hier auch einen Radialverlaufsfilter, das mache ich immer wieder gern, und zwar in diese Richtung. Und zwar finde ich, dass der Turm oben heller sein muss als unten. Ihr seht auch, der Lichtverlauf ist auch definitiv so. Das heißt, wir machen das mal so und wir schauen uns mal die restlichen Einstellungen an. Ja, die sind alle ganz in Ordnung. Das lassen wir auch so. Also viele Bilder brauchen oft gar keine großartige Bearbeitung. Hier unten wird es schon sehr dunkel, sehr schwarz. Das kann man natürlich jetzt auch nutzen, um es wirklich absaufen zu lassen, mit purem Vorsatz. Also dass ich hier unten, außerhalb von dem Radialverlaufsfilter, das Bild wirklich sozusagen so abdunkle, dass es, oder den Schwarzwert hier nochmal erhöhe, dass es hier unten wirklich absäuft, also absenke in dem Fall so.
dass es hier unten wirklich absäuft und dass man hier unten auch diese Spiegelung von diesem Kran gegenüber eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen kann. Und dann aus diesem tiefen Schatten heraus es sich nach oben ins Licht entwickelt. Beschnitt ist noch eine Überlegung, könnte man hier noch etwas kleiner fahren? Ja, eventuell ganz leicht noch ausrichten. So. Also das wäre auch eine Version, die könnte man durchaus machen. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie weit setze ich diesen Radialfilter hinunter, wie weit greift das Licht sozusagen. Also jetzt, wenn ich den weiter runterziehe, verändert sich das hier, könnte man auch ein bisschen tiefer ziehen, auch ja, so vielleicht. Ja. Also das wäre so meine Version von dieser Fassade, von dem DC Tower. Ja, aber wenn das Licht schlecht ist, werden auch die Ergebnisse nicht berühmt. In dem Sinn, danke mal wieder fürs Zusehen und Zuhören. Viel Erfolg für eure Fotografie. Immer gut Licht wünsche ich euer Fototrainer. Alles Liebe, Servus, Tschüss und Baba.